Zwei, bei denen es zuletzt nicht so toll lief, stehen sich vor gut 560 Zuschauern am Filzinger Hutgarten gegenüber. Die DJK Filzing im gewohnten Gelb und Schwarz holte nur 5 Zähler aus den letzten 7 Partien. Rhein verlor im gleichen Zeitraum sogar 6 Spiele und ist zudem Vorletzter der Auswärtstabelle. Und so sahen die Anfangsminuten im Manfred-Zollner-Stadion auch aus. Kampf und Krampf waren Trumpf. Wenn es überhaupt zu Abschlüssen kam, ja, dann sahen sie so aus. Eher zufällig kam es dann nach 26 Minuten zu dieser Szene hier. Andreas Jünger kommt zwischen zwei Gästeakteuren an die Kugel, will den aus seinem Tor gehaltenen Kevin Schmidt überlupfen. Der nimmt außerhalb des Strafraums die Hand zur Hilfe. Klare Sache, rot für den Rainer Schlussmann. So kam der ansonsten in der Bezirksliga-Reserve der Gäste tätige Vincent Uder zu seinem Regionalliga-Debüt, musste vorerst aber nicht eingreifen. Gefährlich wurde es dann aber auf der anderen Seite. Johannes Müller setzt einen Freistoß ans Lattenkreuz. Das war's aber dann auch schon aus Halbzeit 1 und leider trat nach Wiederanpfiff keine wirkliche Besserung ein. Es blieb zerfahren und hektisch, Filzing nun etwas spielbestimmender, Rhein hoffte auf einen Nadelstich. Und tatsächlich wirkten die Gäste trotz Unterzahl sogar einen Tick zielstrebiger in ihren Aktionen, auch wenn es hier letztlich abseits war. In der 66. Minute dann jedoch die zweite Chance aus dem Spiel heraus für die Hausherren. Der eingewechselte Thomas Stohwasser bekommt am langen Eck aber die Gräten nicht richtig sortiert. Weiterhin ganz viel Hektik drin, jedoch tatsächlich auch ein bisschen mehr Zug zum Tor. Aber erneut hat Stohwasser das Visier nicht richtig eingestellt. Und auf der anderen Seite muss Hausherrn-Keeper Max Putz nach einem Fehlpass seiner Vorderleute beim Schuss des eingewechselten Arif Ekin eingreifen. Und so plätscherte die Partie ihrem Ende entgegen. Es hätte nur noch ein Lucky Punch helfen können. Aber auch der letzte Ball, der in den Gästestrafraum fliegt, wird abgewehrt. Und so blieb es am Ende beim 0:0. Ja, sind wir natürlich enttäuscht. Sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Haben wir 70 Minuten in Überzahl gespielt, haben wir aber heute wirklich eine ganz schwache Leistung gebracht und haben wir auch nicht verdient zu gewinnen. Waren wir ab der ersten Minute zu langsam in sämtlichen Aktionen. Haben wir behäbig gespielt, haben wir uns fast keine Torchancen rausgespielt. Das Positive, was man rausziehen muss, wir haben den Abstand gebaut, haben wir zu 0 gespielt, aber das war auch das einzige Positive. Jetzt müssen wir uns am Mund abputzen und müssen am Montag weiterschauen, dass wir andere Leistungen auf den Platz bringen. Der TSV Rhein aufgrund der langen Unterzahl sicherlich so etwas wie der moralische Sieger. Allerdings hilft das Unentschieden beiden nicht wirklich raus aus der Krise.